So. Meine Rüstung ist dingst. Ich glaube, der Zivilist zählte tatsächlich. Leonardo, jetzt hast du doch bestimmt eine super Waffe für mich, die du bauen kannst, oder? Du hast bereits alles, was ich für dich entwerfen könnte. Och Mann, ich war bei mir. Kann ich jetzt den Borscher-Turm angreifen? Mal gucken, ob da die weiße Wand wieder auftaucht, wenn ich in die Richtung gehe. Yep. Okay. Niemand hat die Absicht, die Türme anzugreifen. Dann machen wir Folgendes. Dann muss ich mir tatsächlich... Leonardos Maschinen ganz da hinten, ne? Oh, scheiße. Das ist jetzt die Hauptmission, ne? Oder soll ich jetzt die Hauptmission... Ah, ich verfolge jetzt einfach die Hauptmission, würde ich sagen. Erinnerungsanfang, dann gehen wir da hin. Oh, scheiße, da muss ich ganz den Weg zurückrennen. Oh. Zu dem Tunnel, würde ich sagen. Und dann den... Ja, eigentlich direkt das Versteck aufrufen, würde ich sagen. Gut, dahin. Zum Tunnel. Dann zum... Nicht ganz zum Versteck. Daneben. Nicht direkt das Versteck anwählen, weil ich da nicht will, dass die Quest sofort losrennt. Ich muss nämlich noch meine Rüstung reparieren. Die hat nämlich ganz schön angeschlagen durch diese... Durch die... mittelalterliche Kalaschnikow. Dann denkst du, haben ihre Frauen das letzte Mal die Beine für ihre impotenten Männer reingemacht? Du Ruder Kopf, der hat dich längst gesehen. Hey, brauchst du Prügel? Aus welchem gottverdammten Loch bist du gekrochen? Niemand beleidigt Ezio. Wurfmesser voll. Nö, okay. Ich riss. Nicht umsehen. Lauft einfach. Ja, das, die Idee hatte ich auch gerade. Weil, wenn ich den jetzt anfange zu beklauen, dann werde ich angegriffen. Mann, ey. Ist das wirklich so weit weg gewesen? Ich kann auch... Ich kann auch noch reden, während ich heile. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Genau den soll ich nicht nehmen. Am besten... Genau den. Campino irgendwas. Da ist nämlich auch eine Bank in der Nähe, dann kriege ich gleich 50 Millionen Euro. Florin, meine ich. 50 Florenz. Das war doch hier, oder? Ja, genau da. Da ist auch gleich der Schmied in der Nähe, das passt mir ziemlich gut. Und eigentlich hätte ich auch gerne noch so ein Färberei. Erinnert alle Cittadini, dass öffentliche Trunkenheit und Wollust nur an Festtagen und auch nur in bestimmten Grenzen toleriert werden.
Einmal ins Wasser. Komm ich jetzt hier hoch? Ja, toll. Lieblingsbank hier. 30.000, wir haben 70.000 wieder. Wir können uns noch ein Kolosseum leisten. Ich fertige auch eine. So, reparieren. Ich habe wieder Leben. Eine buddhistische Gebetsperle fehlt noch. Eure Münzen scheinen echt zu sein. Natürlich sind meine Münzen echt. Glaubst du, ich fälsch sie? Ich bin Ezio. Ich bin reich Auditore. Hast du Gurkenzeug getrunken? Ne, hier ist er nicht. Ich bin falsch. Ich muss noch einen weiter. Attention, Schnäppchenjäger! Ich habe aus meinem Hähnchen. Aus meinem Hähnchen gerne was gekocht. Bei dem fehlt auch noch was. Also, beim nächsten Mal könnten wir tatsächlich die Dinge finden, ja. Rauchbombenbeutel, ey. Endlich mal Rauchbomben wieder haben. Wie viel hat mich das gekostet? Nicht viel, glaube ich. Messergürtel, das ist glaube ich groß genug gewesen. Ich hätte gerne wieder eine andere Farbe für Ezio. Ja, dann nimm doch dieses Onyx hier. So, Umhang. Den nehmen wir dann auch in der passenden Farbe. Aber ist ein bisschen anders, ein bisschen. Abwechslung gibt hier. Kommt wieder. So, und jetzt machen wir wieder Auftrag. Wo seid ihr gewesen? Draußen. Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Karte auf dem Schreibtisch ansehen. Suchen Sie ein Assassinenversteck auf, um Rekruten aufzurüsten und ihnen neue Aufträge zu erteilen. Ja, weiß ich doch schon. Du spielst. Hä? Sind doch schon voll.
Ach so. Ja. Das Spiel denkt noch, ich bin im Tutorial mit der Geschichte, aber stattdessen habe ich dir das schon verstanden und die Folge skillt. Das Versteck verlassen. Ja, natürlich, das Versteck verlassen. Das will das Spiel gerade. Eigentlich will ich. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Auf Deutsch übersetzt Sieg der Assassinen oder sowas. Was war das für eine Kamera? Die Kamera spinnt. Oh, und jetzt zerknüllen sich die ganzen Gebäude ins Nichts. Werden vom schwarzen Loch aufgesaugt. Sieht aus wie so ein Tennisball da oben. Oder wie so ein Baseball. Der Bankier. Secrets 5. Das ist immer noch Rom. Neue Gegenstände beim Schmieden freigeschaltet? Aber ich bitte doch drum. Hm. Habe ich auch neues Geld freigeschaltet? Ja. Ich habe schon wieder 70.000. Bessere Preise als diese werdet ihr nirgends. Boah, der fetteste Brustschutz der Römer, den es gibt. Was ist das? Das ist ja noch besser. Aber das ist auch schon gut. Also muss ich tatsächlich Leute ermorden, um an die Sachen ranzukommen oder so. Das hatte gar keinen Schaden hier. Das ist alles scheiße. Kleine Waffen. Da ist nix. Ja, das ist natürlich nix. Rauchbomben sind neu. Ja. Schickt mir eure Freunde. Wir haben ein bisschen mehr Leben, das finde ich gut. Jetzt werde, kannst du neu den neuen Sektor gehen. Ja. Dem stimme ich, glaube ich, auch zu. Das können wir, glaube ich, nachprüfen. Indem ich die Karte schnell öffne. Und das kontrolliere. Nee, ich glaube, es ist noch nicht Zeit. Es sei denn, diese gestrichelte Linie hat nichts zu sagen. Dann ist es tatsächlich Zeit. Die lokale Kunstszene stirbt. Warum kaufe ich eigentlich die Schatzkarten? Va bene, Signore. Bitte beehrt mich wieder. Ich habe was um eure Scheinung. Okay, hör auf, die Leiter hochzuklettern. Du Depp. Lass die Leiter in Ruhe. Hä? Der hat ja nichts. Wieso gehe ich eigentlich zu dem? Gut. Also es sind neue Aufträge verfügbar außerdem. Kann man irgendwas ausblenden, bitte? Oh Gott sei Dank. Mach mal bitte die ganzen Schätze weg. Wo sind die? Bitte die ganzen Schätze weg. Die brauche ich jetzt erst. Die kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Erst später. Fällt mir gar nicht angezeigt hier. Geil. Ich hab's mal wieder geschafft. Oh Gott, da. Aus. 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 Das ist mir einfach zu viel. So.
Sehr gut, dass man es ausschalten kann. Das konnte man im zweiten und dem ersten Teil nicht. Wo will ich jetzt hin? Wo bin ich überhaupt? Ach, da unten bin ich. Okay. Da ist Ezio. Wo sollen wir als nächstes hin? Ich glaube, ich hole mal eine Belagerungsmaschine. Vielleicht hat das was damit zu tun. Können wir auch gucken, ob die Grenze frei ist. Der Diebes... Nee, der mittlere Posten beim Kolosseum. Kolosseum ist am nächsten. Der Weg habe ich vergessen. Ne, da richtig. Einfach nur auslaufen. Ist schon wieder ein Bade, ne? Arbeiten in Santa Maria del Popolo vorübergehend ausgesetzt. Santa Maria. Der Ezio sticht alle mit dem Messer. Alle haben ihr Leben verloren. Und zum Flüchten geht er in den Untergrund. Und Ezio geht einfach wieder weg.